Meine Grundannahme basiert halt darauf, dass man Rausch eigentlich nicht sehen kann, auch nicht bei demjenigen, der es erlebt. So, also es ist sozusagen eigentlich ein unsichtbarer Ereignisraum. Wenn man den dann noch zeigen will, hat man eigentlich eine doppelte Schwierigkeit und eine doppelte Differenz. Trotzdem rekurrieren, um auf die Erfahrung zu kommen, rekurriert man ja ständig damit, und es ist ja auch so. Also wenn man selber Rauschzustände für sich sozusagen mobilisiert hat oder sich initiiert hat, in diese kommt, weiß man ja, es hat einen extremen Erfahrungskontext oder Konnex, der sehr vielfältig sein kann. Und das Interessante finde ich für die Bühne oder für körperlich ausgestellte Zustände, dass das dann sichtbar wird, wenn es an Widerständen arbeitet, und dann werden die Erfahrungen sperriger. Also es ist ja nicht nur ein schöner Erlebnisraum von Enthebung und Transzendenz, sondern, also wenn man die Figur des Dionysos nimmt, hat das ja auch mal was mit Zerreißung zu tun und mit Gefahrenmomenten und mit wirklich diesem Verlust, Angst, dass man nicht mehr Herr seiner selbst ist. Ich meine, darum geht es ja. Aber das macht ja auch Angst, in so einen Zustand zu kommen. Also sind die Erfahrungen sehr vielfältig. Und ich finde das dann interessant, wenn man auf diese Differenz oder auf diese Schwierigkeiten oder Widerstandsmomente in der Choreografie eingeht, in dem Sinne, dass man sie rausarbeitet und zeigt. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sage ich jetzt mal so, das ist gar so eine schöne Zahl, also 7 Tänzerinnen in Sufi zum Beispiel Bewegung in so ein Drehen zu führen und das nur auszustellen. Das ist dann, um die auch nochmal auf die Differenz, Rausch und Ekstase, das ist dann wirklich religiöser, transzendentaler Erfahrungsraum der Tänzerin oder der Tänzer, aber ob das nun sich transportiert oder sagen so ein Reflexionselement in dem ästhetischen Kontext hat, würde ich daran zweifeln. Heißt nicht, dass man das nicht machen kann, aber ich finde es interessant, gerade mit diesen Brüchen oder Widerständen dann zu arbeiten. Also wo ich das halt deutlich gemacht habe, weil ich mich mit ihr so lange beschäftigt habe, ist dieses, dass die Doris oft mit diesem, die hat also diese Bouncing-Technik, ne? Und die arbeitet ja nicht irgendwie, dass das alles jetzt ein Flow ist und der Körper so einen ganz gelösten Zustand geht, sondern die arbeitet bewusst damit, dass immer was dagegen arbeitet und kommt aus diesen Widerstandsmomenten in eine Kraftpotenzierung der Bewegung. Hat sie ja auch teilweise mit dieser Rüttelmaschine gemacht, die sozusagen immer Fremdimpulse reingibt, die ja auch unangenehm sein können, also sich so einem ständigen Rütteln auszusetzen und dagegen auch was Eigenes setzen zu wollen, das sind für mich so Widerstandsmomente. Das wäre jetzt sehr physisch argumentiert. Man kann natürlich auch, was sie dann auch gemacht hat, so dieses Moment des Außer-sich-Seins, dann hat sie die Medien verändert, das ist ja für sie interessant, die hat dann den Schrei genommen, die hat dann diese eine Tänzerin, körperlich war die sozusagen in Anführungsstrichen intakt und sie hat dann einfach einen gellenden, langen Schrei in die Bühne gesetzt. Weil damit kommt eine andere mediale Darstellungsebene mit rein, wo sich sozusagen, da wird der Rausch nicht mehr gezeigt, sondern er wird akustisch erfahrbar und damit ist es innerhalb der Choreografie ein Bruch und damit auch so ein kleiner Moment von Widerstand. Will man sozusagen die Gesellschaft therapieren oder den Zuschauer sozusagen, will man ihnen irgendwie ein besonderes Heil bringen? Das haftet dem Tanz oft an. Und das ist auch ganz viel eine Motivation gewesen, sich mit ekstatischen
Techniken, Ritualen, Rauschzuständen zu beschäftigen. Also so ein gesellschaftsutopischer Moment, aber sozusagen auch immer so ein bisschen mit dem, auch, also nicht aufklärerisch im Sinne von Bewusstsein, also logische Herangehensweise und Selbsterkenntnis, aber schon im Sinne von erweiterte Erfahrungen zu machen, also jetzt in unserem Zeitalter sozusagen vielleicht wieder sozusagen über den Körper eine transzendentale Erfahrung zu sammeln, wo man andere Ideen davon kriegt, warum man in dieser Welt so lebt, wie man lebt und wie man leben will, ja? Also im Kontext von oder in Abgrenzung zur Digitalisierung, ganz klar. Das sind dann auch so Aufgeh-Erfahrungen. Also ich kann mich erinnern, da war ich relativ jung, 20, 23, 25, Kontaktimprovisation ganz viel gemacht eine Zeit lang. Und das ist, da gibt es natürlich so Momente, wenn man dann miteinander in diesen Flow kommt, wo dann auch nicht mehr organisiert ist, wer trägt, wer führt. Wenn das gut funktioniert und man wirklich, also das wäre für mich so ein Flow-Erlebnis. Ob das jetzt schon Trance ist, würde ich bezweifeln, Ekstase auch gar nicht, aber das ist natürlich eine Art von Rauscherlebnis. Also dieses für mich, also Flow würde für mich sozusagen in so ein Rauscherlebnis eher oder eine Rauschsphäre gehören. Wohingegen, weil Sie hatten ja auch gefragt nach der Differenz, Ekstase immer deutlicher, deswegen habe ich das Bild mitgebracht, immer deutlicher in diesen reinen, mental, geistig, erlebnisorientierten Raum der sozusagen der Übersteigerung reinreicht. Aber immer, da fand ich diese Definition von dem Herrn Köpping, dem Ethnologen, sehr hilfreich, wo immer klar ist, es ist ein religiös-spiritueller Kontext. Das muss beim Rauschen nicht sein. Das Interesse für Rituale, das Interesse für orientalische Tanzformen, das Interesse für sagen, rauschhafte rituelle Formen eingesetzt hat. Und damit die Frage für die Tänzerinnen und Choreografen immer verbunden war, was ist denn sozusagen der eigene, mein eigener Grund des Bewegens? Also wenn ich natürlich denke, das ist historisch ganz klar, wenn ich den Kodex verlasse, also wenn ich das System verlasse, in dem eine Bewegungssprache funktioniert oder aufgebaut wird und ich andere Bewegungsformen entwickeln will, dann stellen sich schlichtweg andere Fragen. Da ist zu dem Beginn der Moderne war immer die Frage sozusagen, was ist der Grund, der Urgrund, und das wurde dann teilweise mythisch und mystisch belegt. Was ist der Urgrund, warum ich mich bewege? Oder was ist dieses Sich-Bewegen im existenziellen Grund? Und da bieten sich sozusagen kulturell andere Formen des Bewegens an, die über die Erfahrung, ob sie sie wirklich gemacht haben, ist eine andere Frage, aber alleine von der Bedeutungszuweisung, dass es diese rauschhaften Zuständen dazu führen, dass man diesen Urgrund findet oder man damit arbeiten kann. Das ist auffällig, dass da so ein gegenseitiges Interesse ist, auf der einen Seite eine ästhetisch neue Form zu nehmen, auf der anderen Seite das zu finden über ein Interesse für rituelle, rauschhafte Bewegungsformen. Ich mache nicht irgendwas, ich bin eingebettet in der Natur, ich bin eingebettet im Kosmos, sind so Bilder, die sich damit dann verbinden. Bei der bildenden Kunst fällt mir auch nur ein, wie Sie sagen, durch sensuelle Erlebnisse wie flackerndes Licht oder in Raum zu führen, also wo ich vollkommen die Orientierung verliere. Also weil ich auch mich nicht mehr, also wenn das dann alles zum Beispiel weiß ist, weiß ich nicht mehr, wo ich bin, wo ich anfange zu tasten, ob das Rauscherlebnisse sind, aber jedenfalls wird mein sensueller Bereich ganz anders herausgefordert. Aber im Tanz ist natürlich klar, da hat man
das Material und damit auch das Medium, weil der Körper wird in diesen Zuständen ja immer sozusagen an den Punkt getrieben, dass er so medial operiert. Da ist man sozusagen in der Technik selber des Rauschhaften drin. Was es aber nun wieder schwierig macht, es dann zu zeigen. Ja. Zum Beispiel Mary Wigman, die diese Trance-Tänze, diese rauschhaften Drehtänze ja gemacht hat, die hat die ja extrem stilisiert in so eine symbolische Bedeutungsebene, dass dann dieser Ruck, wie sie das immer sagt, der Ruck geht durch den Körper und dann kommt der Schmerz. Ja, das war sozusagen, sie war immer sehr verhaftet gleichzeitig in so Pathosformeln des Schmerzes, dass das Moment der Übersteigerung ist. Und die Sachen rauszuarbeiten, wenn man damit choreografisch arbeitet, was verbindet sich für mich damit? Ist es irgendwie was Glückhaftes oder ist es der Kampf oder ist es der Widerstand oder ist es die Sehnsucht oder ist es der Schmerz? Also es hat ja auch verschiedene, da kommen wir wieder auf diese Erfahrungskonnex, es hat ja verschiedene Ebenen, was so ein Rausch auch sein kann. Oder ist es eine Übersteigerung wirklich ins, wenn man Dionysus nennt, wirklich ins Tierische. Dieses wirklich sich verlieren und auch was bedrohlich animalisches, dass es eben genau nicht in die große Transzendenzerfahrung geht, der Heiligkeit in Anführungsstrichen, sondern wirklich das Zerfleischen. Ja? Und das sind Momente, die sehen werden, wenig im Tanz bearbeitet. Das wird viel mehr im Theater gemacht. Also dieses Treiben an diese Gefahrenmomente, die im Rausch drin sind. Da ist der Tanz eher, also wenn ich von dem Tanz rede, rede ich sozusagen als Tanzwissenschaftlerin, als Gattung, als Feld der Auseinandersetzung. Da ist er sehr verliebt, sage ich mal so, in sozusagen glückhafte, therapeutische Vermittlungsebene. Also so, weil es glaube ich auch, ja, es geht ja dann gleich an die eigene Materie dran. Ja. Und ob sozusagen so ein reines Ausstellen von bestialischen Momenten sozusagen den Umschlagpunkt bringen kann der Reflexion bei den Zuschauern, das ist dann auch eine andere Frage. Aber es ist oft, oder eben eigentlich, aber oft damit verbunden, die Zuschauer in eine ganz bestimmte eigene Liminale, nennen wir das. Also es ist eine eigene Schwellenerfahrung der Irritation, der Störung hineinzuführen, dass sie das Theater im besten Sinne anders verlassen, als wie sie hineingegangen sind. Es ist vielleicht jetzt nicht mit rein rauschhaften Zugängen, aber dass ein sehr großes Interesse an Übersteigerung, Aufbrechen von Formaten, des Versuches, jemand anders zu adressieren, also Zuschauer anders zu adressieren, eine andere Art von Erlebniskontext zu schaffen, das finde ich auffällig. Und es gibt halt unterschiedliche Ideen. Also das eine ist wirklich den Zustand zu erzeugen und aus diesem Zustand dann zu zeigen, was in sich nicht unproblematisch und auch sehr widersprüchlich teilweise ist. Und gleichzeitig zu sagen, ich benutze eine Technik, eine reine Technik, um sozusagen das, ich würde sagen, anzuspielen, ja. Um es sozusagen versuchen zu erzeugen, ohne jemals für mich selber die Idee haben zu müssen, dass ich wirklich in Rauschzustände komme oder nicht.
So, und ich als Tanzwissenschaftlerin interessiere mich überhaupt nicht dafür, ob die in dem Zustand sind oder nicht, weil ich aus meinem Blick davon ausgehe, ich kann es weder sehen, noch denke ich auch, soll ich es sehen. Und ich kann es auch nicht evaluieren. Ich kann nur sozusagen analysieren, was wird, wie wird sozusagen mir was gezeigt. Und welche Zeiten werden sozusagen vor mir ausgebreitet. Und welche Körperlichkeiten werden sozusagen erzeugt. Aber ob die Zustände, die die Tänzer haben, das ist so wie bei der Literatur, das ist so wie mit dem Autor, mit der Autorsubjekt. Also was will der Autor uns damit sagen? Das ist auch so, das ist in der Literaturwissenschaft lange Zeit sehr populär gewesen, dann war es eine lange Zeit vollkommen out, wenn man Literaturwissenschaften studierte, dass das nicht die Fragestellung ist. Also es geht nicht darum, jetzt die psychologische Struktur des Autors zu analysieren, was er mir jetzt in der Literatur erzählt, sondern ich beschäftige mich mit der Literatur. So mache ich das auch von Aufführungen. Ja? Was ja nicht bedeutet, dass da nicht was ist und dass die das auch machen, aber es entzieht sich im wahrsten Sinne des Wortes, und ich bin auch froh drum, dass es sich entzieht, dass ich das auch nicht beurteilen muss, darf und sollte, ob das jetzt authentisch und wahrhafter, ekstatischer Moment für die Tänzer war. Ist ein Glück ihr Privatbereich. Und ich glaube, man kann damit arbeiten, ohne es, jedenfalls, das ist so meine Beschäftigung mit dem Thema über die Choreografen, ohne es sozusagen erzeugen zu wollen. Und ich glaube auch, wenn man wirklich auf der Bühne als Tänzer in solche ekstatischen Trance-Momente kommt, dann ist man nicht mehr Darsteller. Man muss da auch wieder rauskommen. So, und deswegen ist es so, deswegen sind Rituale natürlich, da gibt es ja klare Abfolgen. Wie komme ich rein? Wer holt mich auch da wieder raus? Also wenn die Leute, gibt ja vollkommen verrückte Rituale, irgendwie beim ethnologischen Bereich damit beschäftigt, wo die Leute wirklich umkippen oder in lange Schrei- und Zitterphasen kommen. Da ist auch immer jemand, der die wieder da rausholt, wenn die da nicht sozusagen. Und das ist eben dieses zerstörerische, dionysische Moment, was sozusagen auch immer eine Rolle spielt. Es ist was zu finden, was es bewegt mich, es bewegt mich, was immer dieses Es ist. Ich mache es nicht mehr alleine. Und ich setze mich aus oder lasse los. Es gibt verschiedene Techniken, wie Lies macht es. Loslassen, damit was anderes entstehen kann. Aber immer sozusagen eine Überschreitung dessen, dass ich in so einen Zustand komme, dass nicht ich willentlich meine Brille nehme und sie jetzt aufsetze. Also so eine Art von Bewegung mache, wo alles ganz kontrolliert. Ich meine, das kann ich so übersteigern, dass das dann, ja, aber dass ich genau das Entgegengesetzte mache. Moment, wo das mich hinführt, wo ich gar nicht weiß, warum das jetzt da passiert. Viele Reden darüber gibt, dass Tanz jetzt nicht mehr schön oder Kunst sozusagen eigentlich nicht mehr, längst nicht mehr das Kriterium von Schönheit, sondern im Tanzbereich ganz viel auch nicht mehr über Berührung, es hat mich berührt, sondern das war irgendwie energetisch oder da war so viel Energie oder da ist so viel Energie passiert. Das gibt es auch in der bildenden Kunst. Also wirklich diese deutliche Rede von Energie als
Qualitätsmerkmal von Aufführung, Kunstevents. Ohne dass gesagt wird, was das ist. Aber alle sind sich darüber einig, das ist auf alle Fälle, hat da was stattgefunden. Und das hat auch eine extrem wertvolle Qualität. Aber warum das jetzt mit Energie benannt wird oder was das für die Leute, was das meint, dass das gesagt wird, wird mit dem Ausspruch selber noch nicht gesagt. Und ich denke, es ist da wichtig, sich auch nochmal mit unserer digitalisierten Lebenswirklichkeit auseinanderzusetzen. Also diese Schnelligkeit und diese vollkommene Entgrenzung von Raum, Zeit, Erfahrung, Kommunikationsstrukturen und gleichzeitig so eine körperliche, gut, heute ist es heiß, heute hat man wirklich das Grund dafür zu sagen, ich bin müde, aber diese hochfrequenzierte Informationsflut, mit der wir mental umgehen, im Vergleich zu relativ wenig Bewegung und entweder hoher Nervosität und das Gefühl, das ist eine vollkommen Überfrachtung oder der vollkommen Erschöpfung. Und dass innerhalb dieser Lebenswirklichkeit, glaube ich, dieses man einen Pol finden, in dem man sich wieder auflädt, ja? Obwohl das witzige an Energie ist, die geht ja überall und geht nicht weg und ist auch, die ist ja immer da, die verbraucht sich ja nicht. Das ist ja das Verrückte eigentlich daran. Aber man fühlt sich verbraucht. Oder viele so.